Hallo und willkommen beim fünften Video in der Videoserie über die Binomialverteilung. Du solltest bereits die Pfadregeln für das Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten kennen und heute schauen wir uns das Gordon-Brett an. Wir beginnen mit dem Kästchen mit demselbigen Titel. Jedes Mal, wenn die oben eingeworfene Kugel auf einen Nagel mit einem schwarzen Punkt in der Grafik dargestellt trifft, fällt sie mit Wahrscheinlichkeit 1/2 nach links und mit der Wahrscheinlichkeit 1/2 nach rechts. Die Zufallsvariable x gibt an, wie oft die Kugel insgesamt nach rechts fällt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kugel genau den rechts eingezeichneten Pfad nimmt? Gut, schauen wir uns diesen Pfad genau an. Das heißt, sie muss einmal nach links, einmal nach rechts, zweimal nach links und einmal noch nach rechts. Das heißt, 0,5 hoch 3 für die linken Fälle, 0,5 hoch 2 für die rechten und damit sind wir insgesamt bei einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 hoch 5. Also 3,125%. Die nächste Frage ist, am Ende landet die Kugel in einem der sechs Fächer. Sind alle sechs Fächer gleich wahrscheinlich? Obwohl jeweils die Pfadlänge gleich lang ist, das heißt es gibt quasi fünf Entscheidungsmöglichkeiten mit jeweils derselben Wahrscheinlichkeit, müssen wir uns anschauen, auf wie viele Arten wir zu dem jeweiligen Pfad kommen können. Im ersten ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, also der Pfad eingezeichnet, dass wir ins erste Fach kommen. Also x ist gleich 0. 0 mal ist diese Kugel nach rechts gefallen. Also wir haben einen Pfad mit der Wahrscheinlichkeit 0,5 hoch 5. Das nächste Beispiel zeigt uns die Wahrscheinlichkeit, dass die Kugel im Fach x ist gleich 1 landet. Also einmal nach rechts. Wir könnten diesen Pfad dafür wählen. Sie könnte auch an dieser Stelle nach rechts abbiegen. Oder hier. Es gibt natürlich noch weitere Fälle. Also insgesamt kommen wir auf 5 Pfade mit jeweils derselben Wahrscheinlichkeit. Der Binomialkoeffizient 5 über 1 liefert uns das Ergebnis der 5 Pfade. Für das Beispiel x ist gleich 2 haben wir diesen einen Pfad bereits schon eingezeichnet gehabt. Es gibt insgesamt 10 Pfade, die dieses Ergebnis liefern. 10 Möglichkeiten, wie diese Kugel zweimal nach rechts abbiegen kann. Also 5 über 2. Und jetzt ist deine Chance. Findest du alle 10 Pfade für die Wahrscheinlichkeit von x ist gleich 2? Nimm dir kurz Zeit und versuche alle einzuzeichnen. Ich empfehle dir, nimm dir da vielleicht verschiedene Farben dafür, damit du den Überblick nicht verlierst. Gut, das ist jetzt die Lösung dafür. Das sind jetzt die 10 verschiedenen Möglichkeiten, die unsere Kugel nehmen könnte. Gut, für x ist gleich 3 ist zum Beispiel dieses Ergebnis möglich oder dieser Pfad. Insgesamt kommen wir auf 5 über 3, das entspricht ebenfalls 10 Pfaden. Für den Fall x ist gleich 4 haben wir 5 über 4, also 5 Pfade. Und für x ist gleich 5, 5 über 5, also wieder einen Pfad. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie in einer von diesen 6 Feldern landet, ist für jedes Fach nicht gleich groß. Zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit von x ist gleich 2 und die Wahrscheinlichkeit von x ist gleich 3 ist höher, weil sie die meisten möglichen Pfade haben. Für x ist gleich 0 und x ist gleich 5 gibt es jeweils nur einen möglichen Pfad. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kugel jetzt im Fach x ist gleich 2 landet? Die Wahrscheinlichkeit besteht aus dem Binomialkoeffizienten, also wie viele Möglichkeiten wir dieses Fach erreichen können, mal der Wahrscheinlichkeit für diesen Pfad. Also 5 über 2 mal 0,5 hoch 5 und das entspricht 31,25%. Und in der Grafik ist das eben auch rechts dargestellt. Wir sehen, die Wahrscheinlichkeit für den Fall 2 und den Fall 3 ist jeweils am größten.